Was ist das Besondere der Ratiodata in einem Satz? Aus meiner Perspektive sind wir ganz nah an unseren Kunden. Ich bin Peter Eckert, ich verantworte die Network Services bei Ratiodata und bin gleichzeitig hier für den Standort Frankfurt verantwortlich. Besonders stolz bin ich darauf, dass es uns in den letzten Jahren gelungen ist, ganz viele neue, junge Mitarbeiter an Bord zu holen. Den Standort Frankfurt findet ihr in Niederrad, in der Bürostadt Niederrad. Wir sind hier in dieses Gebäude, in den Astropark, im April 2018 eingezogen. Und dem Standort Frankfurt zugeordnet sind ungefähr 150 Mitarbeiter, die allerdings nicht alle hier am Standort selbst sitzen, in der Leonastraße, sondern die sitzen teilweise auch beim Kunden DZ Bank am Platz der Republik in Frankfurt oder auch in Wiesbaden bei der R&V-Versicherung. Hier im Gebäude sind ungefähr 70 Mitarbeiter fest zugeordnet. Am Standort Frankfurt sind nicht nur Einheiten von Network Service, für die ich verantwortlich bin, zugeordnet, sondern auch Kollegen, die bei Matthias Jäger in der Einheit Collaboration angesiedelt sind, das heißt das Service Support Center, das sind unsere Kollegen, die das Network Operation Center verantworten. Dann Kollegen aus dem Voice-Geschäft, die speziell bei der DZ Bank zum Beispiel die Handels- und Telefonieumgebung steuern. Ja, mein Name ist Malte Emkes. Ich arbeite im Bereich Kommunikationslösungen und bin dort verantwortlich für den Betrieb. Ja, am Standort Frankfurt haben wir zwei Teams, die dort sehr viele Tätigkeiten machen. Zum Beispiel das SSC, das Service und Support Center, welches die Störungsannahme nicht nur für unsere Abteilung bildet, sondern auch für die Network Services von Peter Eckert. Darüber hinaus sitzt hier in Frankfurt noch unser Mobile Team. Unser Mobile Team kümmert sich um Aufgaben wie die Betreuung der Mobilfunkverträge und um die Betreuung auch der mobilen Endgeräte für unsere Kunden. Genau, wir haben erstmal sind wir aufgeteilt auf zwei unterschiedliche Bereiche bei uns. Das ist einmal der Betrieb und einmal das Consulting. Im Bereich Consulting machen wir neben den reinen Consulting-Leistungen aber auch noch Dinge wie buchhalterische Themen, Vertragsthemen für unseren Fachbereich und auch das Projektmanagement. Das heißt, auch die Projekte, die wir im Rahmen unserer Abteilung bei der Ratiodata machen, werden dort geleitet. Ich in meiner Funktion verantworte insgesamt derzeit 42 Mitarbeiter und wir sind dort nochmal aufgeteilt im Bereich Basisbetrieb und im Bereich Tagesbetrieb. Das klingt erstmal ziemlich gleich, aber der Unterschied ist, dass der Tagesbetrieb die wiederholenden Aufgaben bearbeitet und sich um alltägliche Themen kümmert, die bei uns im Fachbereich anfallen. Und in dem Basisbetrieb sitzen unsere Spezialisten, die im Rahmen der Projekte die Architekturen unserer Lösung bearbeiten und unseren technischen Background bilden. Ja, wir bieten eine Vielzahl von Services an, hin von klassischen Telefonieanlagen, die wir bei unseren Kunden einsetzen, designen, aber auch migrieren hin zu modernen Telefonielösungen auf Basis von Unified Communications Lösungen, wie zum Beispiel Microsoft Teams mit Enterprise Voice. Darüber hinaus haben wir aber auch spezielle Telefonielösungen im Angebot. Dazu gehört zum Beispiel das Contact Center, dazu gehören Vermittlungsplatzlösungen, dazu gehört aber auch bei unseren Bankkunden Handelstelefonielösungen, wo es darauf ankommt, dass Sprache aufgezeichnet wird und alles entsprechend compliance-konform auch entsprechend archiviert werden kann. Ja, darüber hinaus haben wir ein sehr innovatives Team, was unterwegs ist und sich den Markt regelmäßig auch anschaut und analysiert. Das heißt, wir customizen unsere Lösung auch individuell auf Kundenbedürfnisse und passen uns da auch den aktuellen Markttrends an, wie zum Beispiel wirklich die starke Digitalisierung verschiedenster Prozesse und natürlich nach wie vor im Cloud-Bereich. Was macht Network Services? Network Services bietet vor allem Netz- und Security Services an. Wir haben drei Einheiten, die sich um das Thema LAN, WAN, WLAN, also Network Services kümmern, um das Thema Security, Firewalls, Proxys, Internetzugang, also alles, was um Infrastruktur-Security sich rankt. Und dann eine weitere Einheit, die alles im Umfeld von Mobility Services, also Remote Access, SSL, VPN, den Kunden als Dienstleistung zur Verfügung stellt. Und wir haben dann noch eine vierte Einheit,
die eher im Bereich Design übergreifend für über diese drei Funktionsbereiche tätig ist und die Kunden in Projekten zum Beispiel unterstützt. In der Abteilung Network Service sind wir rund 70 Kollegen, dazu noch einige externe Kollegen, und wir sind in diesen beschriebenen vier Bereichen verteilt auf ein paar Standorte. Einige Kollegen sitzen in Münster. Andere sitzen in Wiesbaden bei der A&V-Versicherung oder auch hier in Frankfurt bei der DZ-Bank. Und wieder ein anderer Teil, nicht nur hier in Frankfurt, sondern auch einige Kollegen an unserem neuen Standort in Berlin. Das, was wir als Infrastrukturdienstleister für unsere Kunden, vor allem aus der DZ-Bank-Gruppe, bereitstellen, ist ganz essentiell für deren IT-Infrastruktur. Letztendlich Netz- und Security-Services, eine Basisinfrastruktur, ohne die alle anderen Services nicht funktionieren. Das ist auf der einen Seite sehr gut, das heißt, ohne unsere Services funktioniert beim Kunden gar nichts, auf der anderen Seite sehr schlecht, wenn mal was nicht funktioniert, sodass dann die Auswirkungen beim Kunden entsprechend groß sind. Wie sieht ein ganz normaler Tag aus? Wenn es gut läuft, ist an diesem Tag keine Störung da. Das heißt, alle Systeme laufen, es gibt keine Ausfälle und man kann sich um Themen widmen wie Handbücher aktualisieren, Dokumentation erstellen, Reports kontrollieren, sich die Kapazitäten von Systemen anschauen, ob die langfristig reichen, mit dem Kunden neue Projekte besprechen und Ähnliches. Manchmal hat man auch ziemlich schlechte Tage und es ist irgendeine größere Störung und dann ist natürlich die Störungsbeseitigung und die Kommunikation mit dem Kunden zur Situation und zur möglichst schnellen Behebung dieser Störung Thema 1 auf der Tagesordnung. Yassas und hallo, mein Name ist Georgios Nartis. Ich bin die Operations Manager am Standort Frankfurt für einen unserer Hauptkunden, der DZ-Bank. Verantwortlich natürlich im Bereich der Voice-Themen und Collaboration. Und freue mich natürlich hier entsprechend in diesem spannenden Umfeld mit meinen Kollegen unterwegs zu sein, die tatkräftig mit mir sich den Herausforderungen jeden Tag stellen. Hi, ich bin die Nadja und bin für die technische Compliance in Netzwerk und Sicherheit zuständig. Das heißt unter anderem die Koordination und Durchführung von Kundenaudits und die Umsetzung von regulatorischen Vorgaben. Ich arbeite hier super gerne, weil die Kollegen mega cool sind und weil wir in unseren Themen sehr flexibel arbeiten können. Hi, ich bin der Christian. Ich bin bei der Ratio Data im Bereich Netzwerk und IT Security tätig als Pre-Sales Consultant. Das heißt, ich erkläre neuen Kunden Lösungen technisch und überzeuge sie davon. Und ich bin gern bei der Ratio Data, weil wir trotz der mittlerweile 1500 Mitarbeiter in den Projekten in kleinen Teams dann doch auf Augenhöhe und persönlich zusammenarbeiten. Hallo, mein Name ist Yvonne, ich bin die Standortassistenz von Frankfurt. Was ich hier bei der Ratio Data in Frankfurt total toll finde, ist, dass man sich bei vielen Projekten wirklich richtig gut und effektiv einbringen kann und dass die Kollegen alle total nett sind. Was ist das Besondere der Ratio Data in einem Satz? Aus meiner Perspektive sind wir ganz nah an unseren Kunden.